Hallo Hobbyking-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr den Becher Sabertooth Nitro richtig einstellt. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Bevor wir starten, müssen wir erstmal prüfen, ob Bremse und Vergaser richtig eingestellt sind. Das lässt sich hier über diesen Servo machen. Das heißt, wir schalten die Fernbedienung ein. Das ist der grundsätzliche Grundsatz, immer zuerst die Fernbedienung einschalten und dann unter der Voraussetzung natürlich, dass Akku oder Batterien in diesem Fach voll sind, das Auto ein. Sie sehen schon, es justiert sich alles, es lässt sich alles bewegen und der erste Test ist, wenn wir die Bremse drücken, indem wir diesen Hebel nach vorne bewegen, sollte das Fahrzeug stark bremsen, also sich nicht mehr rollen lassen. Das kann man so testen. Im Gegenzug sollte der Gashahn komplett ausgezogen werden, wenn wir Gas ziehen. Das können wir testen, wenn hier noch Luft ist. Das heißt, sollten wir diese Stelle noch weiter ziehen können, müssen wir an dieser Schraube justieren. Bei der Bremse machen wir es an dieser Schraube. Im Gegenzug kann man auch umgekehrt arbeiten. Wenn ihr meint, das Ganze ist zu fest und es zurrt an der Karosserie, kann das Ganze auch wieder etwas gelöst werden. Das ist der erste Schritt. Ist das sichergestellt, dann müssen wir sicherstellen, dass wir einen vollen Glühkerzenstecker haben, dass die Glühkerze vernünftig eingeschraubt ist hier drin, inklusive der Unterlichtscheibe. Das ist ganz wichtig. Jetzt geht's zur Betankung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich nehme in diesem Fall hier ein Nitromethan. Mischungstreibstoff, Modellkraftstoff heißt das ganze Ding, mit einem Mischungsverhältnis von 20%. Das bedeutet, hier ist 20% Nitromethan drin und der Rest ist, glaube ich, Rizinusöl und irgendwelche anderen Öle zur Schmierung. Betanken kann man unter anderem mit sogenannten Betankungsflaschen, das habe ich jetzt aber nicht hier, das ist der einfachere Weg, oder wie es eher aus dem Flugmodellsport bekannt ist, mit einer Pumpe, mit einer Kurbelpumpe. Das sind diese Dinger hier. Wir betanken den Tank jetzt, bis er komplett voll ist. Hierzu nehme ich die Pumpe, den Schlauch mit dem dicken Filter in den Kanister und den Schlauch mit der Düse tief in den Tank, weil das ein Zweikammertank ist. Ansonsten bekomme ich den nicht vollständig voll. Und Kurbel. Schön langsam, weil wenn es überschwappt, ist es eine Riesensauerei. Man sieht schon, die Kammern füllen sich nicht gleichmäßig. Das heißt, nochmal ein bisschen rausziehen. Und etwas hin und her blubbern. So. Nachdem ich das Fahrzeug bewegt habe, sieht man, die Flüssigkeit hat sich wieder in Gleichklang gebracht, in die Waagerechte oder wie man es auch immer sagt. Ich kann wieder weiterfüllen. Aber wie schon erwähnt, das ist mit einer Befüllungsflasche deutlich einfacher. Der Tank ist voll. Und jetzt geht es an den ersten Start. Bevor wir das Fahrzeug starten, schalten wir die Elektronik und die Fernbedienung wieder aus. So, als nächstes muss sichergestellt sein, dass am Vergaser Sprit- oder Nitromethanlösung anliegt. Das machen wir, indem wir das Resorohr zuhalten und ein bisschen ziehen, bis der Schlauch sich hier gefüllt hat, bis zu dieser Position. Am Vergaser müssen wir zu Anfang nichts einstellen, dieser ist ab Werk voreingestellt, sodass das für die Einlaufphase optimal ist. Das nennt sich die Grundeinstellung. Die ist recht fett, sprich die optimale Schmierung ist gewährleistet, es geht ja noch nicht um Leistung. So, bevor wir anfangen, nehmen wir den
Glühkerzenstecker mit einem vollen Akku und dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Seilstarter nicht zu weit herausgezogen wird, ansonsten könnte dieser reißen und die Garantie erlischt. Das Auto jetzt so lange im Standgas laufen lassen, bis sich der Tank vollständig entleert hat. Danach 10 Minuten Abkühlphase, den Tank wieder füllen, neu starten und das Ganze macht ihr so 2 bis 3 Tankfüllungen lang. Damit ihr nicht jedes Mal den Sprit neu ansaugen müsst, könnt ihr den Motor abstellen auf folgende Art und Weise, bevor sich der Tank vollständig entleert hat. Nach der Standgas-Einlaufphase sucht ihr euch ein freies Gelände, am besten eben, und könnt das erste Mal das Fahrzeug fahren. Hierbei solltet ihr das Fahrzeug niemals über Halbgas fahren, immer ein bisschen Halbgas, maximal Gas geben und wieder ausrollen lassen. Und wieder Halbgas, Gas geben und wieder ausrollen lassen. Dabei immer vorsichtig und sparsam fahren. Diese Art des Fahrens, das heißt Halbgas, ausrollen lassen oder anhalten und wieder Halbgas maximal fahren, macht ihr 2 bis 3 Tankfüllungen lang. Jetzt dürft ihr das erste Mal Vollgas geben. Ihr fahrt, wie vorhin auch, in der Regel maximal bis Halbgas, aber zwischendurch ruhig mal 1 bis 3 Sekunden mit Vollgas, um den Motor auf Touren zu bringen. Trotzdem gilt weiter die Devise für weitere 2 bis 3 Tankfüllungen, ruhig und gelassen und sparsam fahren. Vollgas immer nur 1 bis 3 Sekunden lang. Wichtig ist, dass ihr immer darauf achtet, zwischen den einzelnen Tankfüllungen ungefähr 10 Minuten Abkühlphase einzuhalten. Jetzt geht es an die Einstellung des Vergasers. Hierfür habt ihr 2 Schrauben. Eine etwas größere, das ist für den oberen Drehzahlbereich. Diese solltet ihr maximal immer ein Zwölftel ungefähr weiter drehen, um den Drehzahlbereich optimal einzustellen. Und die unten sitzende, etwas kleinere, das ist die Schraube für den unteren Drehzahlbereich. Auch hier solltet ihr immer maximal ein Zwölftel im Uhrzeigersinn weiter drehen. Macht immer nur ganz feine Schritte bei den Einstellungen und direkt danach eine Probefahrt. Ihr werdet schon merken, bei nur ganz kleinen Vergasereinstellungen kommt es direkt zu dem Effekt, dass das Gas schneller angenommen wird, dass die Drehzahl deutlich höher wird und das Fahrzeug richtig, richtig agil ist. Stellt das Gemisch nicht zu mager ein, sondern so, dass das Fahrzeug noch deutlich qualmt, ansonsten verliert ihr Schmierung und der Motor kann Schaden davon tragen. Durch die Gemischoptimierung erhöht sich in der Regel auch das Standgas. Dieses könnt ihr ganz einfach über diese Schraube einstellen. Leider ist es bei dem Sabertooth so, dass der Winkel der Schraube nicht so optimal angelegt ist
aber mit etwas Fingerfertigkeit lässt sich auch das noch ganz gut handeln. Ihr seht es, durch eine leichte Drehung verringert sich mit etwas Verzögerung das Standgas. Jetzt ist der Motor richtig eingestellt und ihr könnt endlich richtig Spaß haben mit dem Auto. Nur eins dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, immer zwischendurch vernünftig abkühlen lassen.